Herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction auf meinem Kanal. Heute mit Reportagen Gara. Wieder mit einem Official Video. Von Reportagen habe ich mir lange nichts mehr aktiv angehört. Ich habe früher noch seinen alten Kanal sehr gerne verfolgt. ITV war das damals noch und jetzt halt ab und zu mal. Ich war, glaube ich, bei seinen ersten 1000 Abos mit dabei bei Reportagen und habe das immer sehr gefeiert, wie er die News damals noch mit Mois gemacht hat. Die geilen Zeiten. Damals, als der gute Mois noch in Ordnung war und die Welt genauso. Da war das einfach noch cooler Scheiß. Jetzt mittlerweile hat er sich ja auf Musik fixiert. Ich weiß nicht, ob er streamt, ich glaube schon. Und an sich ist das ja echt ein geiler Typ, kann man nicht anders sagen. Und ich gönne ihm den Erfolg auch auf jeden Fall. Und bevor es losgeht, noch eine kleine Eigenwerbung. Der neue Song Oh Yeah von mir und meinem Bruder Marshall ist jetzt online. Seit letzter Woche Freitag ungefähr. Ihr könnt hier unten klicken, um auf Spotify zu kommen. Und bald kommt auch das Musikvideo online. Und jetzt ohne Umschweife klicken wir rein. Let's go. Geiler Titel übrigens. Ich als Naruto-Fan fühle das. Und ich meine nicht so dieses, ich gucke seit 2 Jahren Anime, weil es ist Mainstream. Ich meine wirklich, ich habe den Shit damals auf RTL 2 geguckt, als seine Gegner noch in die Sanddimension geschickt wurden. Und habe das damals voll gefeiert, vor allem den Kampf gegen Rock Lee. Und war zutiefst verstört, als ich vor 5 Jahren erfahren habe, dass er gar nicht in, also dass er nicht Rock Lee, aber sein Gegner damals nicht in die Sanddimension geschickt wurde, sondern einfach vaporisiert wurde mit Sand. Und diese ganzen schwarzen Flecken waren zensiertes Blut. 4Kids war echt ein Scheißladen, wirklich. Das ist ein Lost Place, aber geil, das fühle ich. So, pumpen wir nochmal hier die Lautstärke hoch, so gut es geht. Die Akkorde sind geil, die hat man natürlich schon 1000 Mal gehört. Das ist so ein Dum, Dum, Dum. Das hat so eine erheiternde Wirkung, könnte man sagen. Und ich habe das selbst auch öfter in meinen Beats benutzt. Das ist halt einfach geil. Schon wieder noch der Chor dazu kommt, natürlich die Streicher. Ich habe das Gefühl, Reportagen benutzt einfach gern oft diese epischen Streicherbeats von dem, was ich von ihm gehört habe bisher. Kommt er aber auch ganz gut, so mit seiner Stimme. Ich habe auch so das Gefühl, diese ganzen geilen Battlebeats à la Digital Drama, Vendetta und wie sie nicht alle heißen, Damson on the Beat und so weiter. 90% aller Leute, die diese Beats picken, sind Anfänger und kommen gar nicht gut drauf. Deswegen ist es irgendwie immer geil, so Leute drauf zu hören, wie halt Reportagen, die das Ding mit einer guten, männlichen, etablierten Rap-Stimme auseinandernehmen. Oder meine Güte, SpongeBob oder so macht das auch ziemlich gut. Nur so als kleines Beispiel, es gibt natürlich noch viele mehr. Wir sind unten und oben ist die Unendlichkeit. Und dieser Tag wird kommen, dass sie mich mit ihren Händen greifen. Soll ich hoffen und warten oder was reißen? Die Knochen in meinem Körper sind härter als jedes Eisen. Okay, sehr geil. Also er brettert komplett durch. Ich habe das früher immer als sehr monoton empfunden, aber ich finde es hier eigentlich ziemlich cool, wie er da durchfegt. Plus zu seiner normalen Stimme kommen ja noch hier. Wir sind unten und oben ist die Unendlichkeit und die. Also er rappt ja einmal relativ kratzig durch dieses Wir sind unten und oben. Das war jetzt schlecht nachgemacht. Und gleichzeitig rappt er mit seiner etwas weicheren Stimme noch Wir sind unten und oben im Hintergrund. Etwas tiefer, wahrscheinlich näher am Mikrofon noch. Und es layert sich ganz cool miteinander. Yeah, yeah. Wir sind unten und oben ist die Unendlichkeit. Und dieser Tag wird kommen, dass sie mich mit ihren Händen greifen. Soll ich hoffen und warten oder was reißen die. Soll ich hoffen und warten oder was reißen? Das ist auch geil, weil das perfekt auf die Snare kommt. Wie gesagt, typischer Battlebeat. Also, dass die Snare, die eigentlich immer nur auf der Zählzeit 2 und 4 kommt, mehrmals kommt und er brettert da völlig drauf. Also, auf jeder Snare ist auch eine gesetzte Silbe und dadurch ballert das auch, weil er auch neben der Tatsache, dass er auf jeder Snare rappt, zusätzlich auch eigentlich überall sonst durchballert. Und dieser Tag wird kommen, dass sie mich mit ihren Händen greifen. Soll ich hoffen und warten oder was reißen? Die Knochen in meinem Körper sind härter als jedes Eisen und stärker als jeder Pleitenbrecher. Auch aus meiner Schale meine Zeile. Wie er durchzieht und keine Pause macht in die nächste Line. Und ich finde den Inhalt auch geil. So, die Knochen in meinem Körper sind härter als jedes Eisen und stärker als jeder. Körper sind härter als jedes Eisen und stärker als jeder Pleitenbrecher. Auch so. Breche. Meiner Schale, meine Zeile, die ich schreibe, sind wie Bilder, die ich male. Ich sehe die Dinge bisschen anders und bin draußen. Sind das Ampeln an der Kreuzung oder scharlachrote Augen in der Nacht? Hey. Finde ich aber auch cool, wie er sagt, dass er die Welt oft in Metaphern sieht und umschreibt. Es ist halt dieses Künstlerhirn und dieses Privileg und diesen manchmal auch Fluch, den
kennt man natürlich auch. Ich fress Rapper, piss in ihrem Rap-Becher, das ist meine Vendetta, mehr Luft als 10 Bäcker. Cooler Reim, also dreisilbig und davon 4 Stück, das war ziemlich cool. Die Gefühle wie nach Tränengas, ich bleibe in der Gegenwart und sag das, was nicht jeder sagt. Und es bringt nichts in der Zukunft zu leben, du kannst den Dschungel betreten, aber nicht ohne Machete, ich nehm euch alle mit, denn ich... Das ist wahrscheinlich gerade die Bridge, die ist auch ziemlich cool, wechselt dann nochmal die Stimmlage, also... Weil seine aggressive Rap-Stimme ist ja ein bisschen höher, aber seine eigentliche Stimme, in der er redet, die ist ja angenehm tief. Und ich finde es auch cool, dass er die wirklich auch mitnutzt. Und das ist geil, weil das hier gerade noch mit dem Chor hinzukommt. Das hat, ja, es hat auch wieder was leicht Episches. Die Gefühle wie nach Tränengas, ich bleibe in der Gegenwart und sag das, was nicht jeder sagt. Und es bringt nichts in der Zukunft zu leben, du kannst den Dschungel betreten, aber nicht ohne Machete. Ich nehme euch alle mit, denn ich glaube an Karma. Ich habe eine Hülle, die mich schützt, so wie Gaara. Ja, ist auch geil. Weil der ja von Geburt an von Sand geschützt wird. Also du kannst ihn nicht einfach schlagen, ohne dass er geblockt wird. Das ist ziemlich cool, wie er das in seinen Text mit reinnimmt. Anscheinend war das gar nicht die Bridge, das war ja doch die Hook, oder? Werden wir gleich nochmal weiterhören. Ich fand den fünfsilbigen Reim am Anfang cool. Und wie er jetzt den Sack zumacht, das habe ich auch sehr gemocht. Du kannst den Dschungel betreten, aber nicht ohne Machete. Ich nehme euch alle mit, denn ich glaube an Karma. Ich habe eine Hülle, die mich schützt, so wie Gaara. Die Dämonen entstehen nur durch Gedanken. Sie packen dich an den Armen und ziehen dich in den Schatten ganz tief. Also gebe immer auf dich Acht, ey, der Wille gibt mir Kraft, viele Blitze in der Nacht. Also wer hier mit den Layern wieder spielt von seiner Stimme, da waren auch noch ein paar Spuren drüber, die aber gut im Hintergrund waren jetzt. Hat dem Ganzen aber nochmal ein bisschen Tiefe gegeben. Also es ist halt auch ein Stilmittel, dass er hier gerade so monoton rappt. Es kann man mögen oder nicht, aber der hat ja auch schon so viele Tracks rausgehauen. Ich meine, der probiert sich halt auch aus. Also gebe immer auf dich Acht, ey, der Wille gibt mir Kraft, viele Blitze in der Nacht. Alle sind getan, tragen Camouflage. Die Erde ist am Brennen wie im Vanuag. Die Erde ist am Brennen wie im Vanuag. Ich liebe es, wenn Rapper einfach Anime-Zeilen droppen. Ich meine, ich feiere auch Leute wie S. Castro, wo ich immer noch eine Reaction zu machen will. Also 80-fache Kaioken und 160-fache Kaioken sind safe bei mir drin. Aber ich feiere es wirklich auch einfach, wenn Leute fernab von Anime-Tracks einfach mal so kleine Anime-Lines droppen. Das fand ich bei Tuttle immer geil und hier finde ich es auch geil. Ja, die Erde brennt wie im Vanuag von One Piece. Mega. Immer noch, ich war da, wo sie nie waren. Zwischen soll ich lieber Strom oder die Miete zahlen. Social Media, die Energie wird weniger. Ich lade nie wieder ein Bild auf Insta hoch. Geht mal eure Ehre suchen, vielleicht kriegt ihr Finderlohn. Heute nennt man Fake-Shit nur noch Entertainment. Och, aber das Ding ist halt, das ist halt auch ein Privileg, nichts mehr auf Insta hochladen zu müssen. Ganz im Ernst, mich juckt 90% der Social-Media-Welt auch nicht. Ich will einfach nur meinen Shit machen und die Leute unterhalten. Wenn dein Shit aber nicht an die Leute kommt, ist Social-Media aber das beste Tool, um das zu erreichen. Das war ja bei Reportagen nicht anders. Der hat es ja auch erst mit YouTube-Videos gemacht. Das ist ein geiles, geiles Ding, es dann geschafft zu haben und diese ganze Social-Media-Scheiße nicht mehr nötig zu haben, weil man eine starke Community hat und ich... Also, und die Gemeinde von Reportagen ist strong. Also wirklich strong as fuck, ganz im Ernst. Vor der habe ich ein bisschen Angst. Also der Grund, warum nie ein Diss gegen Reportagen kommt, ist vor allem wegen der Community. Wie gesagt, finde ich aber als Line stark und ich hoffe, dass ich da auch irgendwann mal hinkommen werde. Mein Wunsch ist natürlich, da auch irgendwann mal hinzukommen, dass man diese Social-Media-Kacke nicht nötig hat. Und ich finde es auch geil, wie er sagt, wie er dabei noch soziale Medien kritisiert, weil die halt wirklich einem die Energie entziehen. Social Media, die Energie wird weniger. Ich lade nie wieder ein Bild auf Insta hoch. Vor allem dieses Vergleichen mit anderen Leuten, das ist Schlimmste überhaupt. Eure Ehre suchen, vielleicht kriegt ihr Finderlohn. Heute nennt man Fake-Shit nur noch Entertainment. Und ich gehe diesen Shit. Ich geh ihn schon seit Jahren, will nie wieder zurückgehen. Schöne Variation zum ersten Part, dass er jetzt mit Singsang, also dass er mit einer monotonen Stimme einsteigt und jetzt, wo der Part so richtig losgeht, noch, dass er dann so einen Singsang macht, so einen kleinen. Ich mach das alles für mich, ich mach das alles für dich. Ich geh schon seit Jahren, will nie wieder zurück. Keiner macht es wie er, nein, mein. Auch geil, jetzt wo wieder der Layer mit seiner Battle-Stimme im Hintergrund. Keiner macht es wie er. Freund, keiner ist so wie er, nein, mein Freund. Keiner hat es wie er. Geil, nein, mein Freund. Keiner macht es wie er. Und dieses Nein, mein Freund ist halt perfekt abgeglichen auf die Strings im Hintergrund. Die gehen ja dümm, dümm, dümm. Und er sagt im gleichen Rhythmus, nein, mein Freund, das ist zwar nicht es ist zwar nicht derselbe Ton, aber derselbe Rhythmus. Und das ist halt ziemlich cool, weil das sich abgleicht. Ja, nein, mein Freund. Nein, mein Freund. Man ist noch gar nicht richtig wach und das Erste, was man macht, ist sein Smartphone entsperren. Das ist wirklich wahr. Ja, okay, aber wer hat's nicht? Und ganz im Ernst, ich hasse es wie die Pest. Ich will auch bald so einen kleinen Dopaminanzug machen, wo ich mit meinem Bruder wirklich mal für ein Wochenende rausgehe und die Kacke fürs komplette Wochenende nicht anfasse. Würde jedem mal ganz gut tun, glaube ich. Und dann hasse ich es, dass Leute von einem teilweise erwarten, dass man immer erreichbar sein muss und so ein Mist.
Ey, ohne Witz, das ist gar nicht meine Welt. Noch nie ich gewesen. Ich hör den Teufel, wie er lacht, hör den Teufel, wie er lacht, nie wieder Dark Mode entfernt. Ich pack mal wieder für die Hip-Hop-Freaks was auf die Fililiste. Reportagen. Ganz stabiler Typ. Reportagen. Reportagen's Flow is insane. Ja, dieses Video habe ich auch gesehen, dieses Reportagen's Flow is insane. Ja, das war so ein typisches Ami-Reaction-Ding, die übertreiben ja immer so. Nein, nicht falsch verstehen, begrab mich nicht. Ich finde, er float geil. Aber ich mag diese American Reacts to German Rap überhaupt nicht. Das geht mir so gegen den Strich. Das ist nervig, weil die alles sagen, um die deutschen Acts irgendwie zu beweihräuchern, um die Fans abzubekommen. Das ist peinlich. Ich finde es echt ein bisschen unangenehm. Nicht anerkannt von der Schülung. Ich will gar nicht. Trotzdem, wie gesagt, ich gönne ihm die Props, die er da von den Leuten bekommt. Das ist natürlich geil. Auch wenn ich es ein bisschen komisch finde, dass das jetzt kommt, während er gerade Social Media kritisiert. Bevor dich anerkannt von der Schülung. Ich will gar nicht dazugehören, ich hasse deren Art. Auch mit angegrautem Bart bin ich da und baller Bars. Leg mal vor, ich lege nach, leg mal vor. Da und baller Bars, angegrauten Bart. Wäre natürlich cooler gewesen, wenn die auf dieses angegraute Bart komplett gereimt worden wäre. Aber das bin einfach ich als Reimfetischist. Angegrauten Bart bin ich da und baller Bars. Leg mal vor, ich lege nach, leg mal vor, ich lege nach. Leg mal vor, ich lege nach, ist auch geil, wie er mit den Redensarten spielt. Meine Stimme in der Mutieren zu einem Waffenarsenal. Manchmal werde ich gesteuert von der Wut. Zu viel Feuer in meinem Blut, das ich lösche in der Booth. Zu viel Feuer in meinem Blut, das ich lösche in der Booth. Auch eine wunderschöne Metapher. Alleine in die Penne bis zum Tod, ohne große Produktion. Und jetzt wieder mit der monotonen Stimme hinterher. Aber mit einer anderen wieder. Der klingt ja ein kleines bisschen gelangweilt. In der Booth. Alles alleine in die Penne bis zum Tod, ohne große Produktion. Bisschen rappen, bisschen flown. Ja, für viele bin ich go. Dumme Manager und Klickkäufer. Sogar der King of Rap sagt, ich bin kein Mitläufer. Ach ja, Savage, Alter. Ich habe mich auch mitbekommen, dass er in Reportagen öfter mal Props gibt. Das finde ich natürlich auch geil. Brachland, bevor ich gehe. Brachland, dann haben wir eine schöne Anspielung an Agoris Banger. Brachland von Cool Savage. Mega Ding. John Klickkäufer, sogar der King of Rap sagt, ich bin kein Mitläufer. Brachland, bevor ich gehe, kam aus dem Nix, Dicker, als wär ich getan. Ohne es bringt nichts in der Zukunft zu leben, du kannst den Dschungel betreten, aber nicht ohne Machete. Ich nehm euch alle mit, denn ich glaube an Karma. Ich hab ne Hülle, die mich schützt, so wie Gara. Die Dämonen entstehen nur durch Gedanken, sie packen dich an den Armen und ziehen dich in den Schatten ganz tief. Also gebe immer auf dich Acht, ey, der Wille gibt mit Kraft, viele Blitze in der Nacht. Schönes Ding. Geil. Gehört nicht zu seinen größten Highlights, aber ich find's cool, wie er sich ausprobiert, wie er ein paar Bars droppt und einfach loslegt und sich auslebt. Mega, wirklich. Das feiere ich an Rap und davon gibt's heutzutage einfach zu wenig. Da stimme ich ihm auch zu. Da hat Savage auch recht, wenn er sagt, dass er in der heutigen Szene einfach ein Unikat ist. Ich hab's gefeiert. Wenn ihr wollt, dass ich mir in Zukunft mehr von Reportagen reinziehe, dann schreibt's doch gerne in die Kommentare. Und wenn ihr heute gönnerhaft unterwegs seid, dann liked und abonniert die Scheiße doch auch noch. Und ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Disco Nacht im Artemis. Schwarzes Licht, harte Drinks, Hacke dicht. Aber ich tanze, bis der Tag anbricht. Oh yeah, leckter Backenbiss, fette Action mit Disco Speed, POV, bester Rapper in diesem Spiel. Viel zu viel. Abgefuckte Scheiße in meinem Kopf, zieh an der Pfeife. Bin verloren im dichten Nebel, aber ich weiß, dass ich nicht alleine bin. Kenne den Scheiß, bitte, wann wird das zu Ende gehen? Gebe keine Fick.